So Leute, wir machen weiter mit Metro Exodus. Möge es jetzt etwas ruhiger werden, aber ich glaube es nicht. Weißt du, Artyom, als ich das Foto des Pazifischen Ozeans fand, wusste ich irgendwie, dass wir am Ende dorthin gehen würden. All diese Flüsse, Berge und Wüsten, das ist es einfach nicht. Entweder mehr oder gar nichts. Ich hatte gedacht, wir könnten es schaffen. Oh ja. Ich weiß, ich werde dorthin kommen. Und wenn ich Hilfe brauche, wirst du für mich da sein. Du wirst mich noch einmal retten, nicht wahr? Tjam, bitte. Hör auf, dich selbst zu quälen. Es tut schon weh, dir zuzusehen. Dir und Papa auch. Es ist nicht dein Traum und nicht sein Glaube an die Besatzungstruppen. Das ist einfach nur Schicksal. Ein dummes Stück Stoff im Wind. Vergammelter Beton. Ein idiotisches Munitionsdepot. Artyom, du solltest gehen. Ich gebe dir eine Spritze. Lass sie ein bisschen schlafen. Es wird alles wieder gut. Ich hoffe es nur. Alter, das nimmt mich irgendwie voll. Komm mal mit, Bruder. Es gibt was zu besprechen. So voll mit, wisst ihr so. Lass die Arbeit mal für einen Moment sein. Komm zum Führerstand. Weißt du, so zuerst habe ich so verangemeckert, so damals in den Wanga oder dieses erste Gebiet. Und jetzt so. Alter, das Scrapper doch nicht sein. Das stört mir nicht sein schlimmsten Feind, ey. Ohne Witz. So zu sterben. Immerhin hast du kein Gas eingeatmet. Das ist nur eine Erkältung. Die ist im Nu wieder weg. Und Tante Anna? Sie wird auch wieder gesund. Sobald wir das Medikament haben, wird es ihr besser gehen. Echt jetzt? Da gebe ich dir mein Wort. Also keine Sorge. Also, meine Mama sagt, dass die Spartaner immer ihr Wort halten. Wohl wahr, Nastja. Völlig richtig. Hustet die genauso wie Anna. Also haben sie einen Hust. Ein Hust-Sound für beide gleich benutzt. Na gut. What? Okay. War nicht schlecht. Hey. Keine Sorge, Arthur. Alles gut. Anna ist stark. Ja, aber auch jede Stärke hört immer mal auf, ne? Olga, Aljoscha hier. Ich melde mich wie versprochen. Ich hoffe, du kannst mich hören. Wir haben den Damm und das Staubecken untersucht. Ihr müsst das Tal verlassen, und zwar so bald wie möglich. Zumindest bevor die Regensaison einsetzt. Der Damm hält kaum noch. Und wenn er nachgibt, wird das Tal weggespült. Alles, was übrig bleibt, ist lebensgefährlich. Geht morgen oder besser noch gestern. Sprich mit den anderen Mädchen. Sie sollen das Problem beim Rat ansprechen. Selbst die Piraten müssen gehorchen, wenn die es absegnen. Lass mir nur eine Nachricht zukommen, damit ich weiß, in welchem Winkel der Welt ich dir folgen muss, sobald ich zurück bin. Und damit sage ich auf Wiedersehen. Oder vielleicht bis morgen. Au revoir.
Ich hoffe, sie hat das gehört. Immerhin steht das Funkgerät in der Kirche. Aber Olga, Satan höchstpersönlich könnte sie nicht aufhalten, geschweige denn ein albernes Tabu. Hoffentlich hast du recht. Ich muss mir erstmal anzünden. Alter, so erfolgreich. Ja, mit Anna, es tut mir so leid. Weißt du, irgendwie. Aus damit. Ist hier unten irgendwas zu tun? Aber wir können wieder schaufeln, geil. Aber schaufeln. Ist er jetzt hier oben? Hey. Geht es ihr? Tja. Schlecht. Wir haben Neuigkeiten. Anscheinend schlecht. In letzter Zeit gab es nie gute Neuigkeiten. Kein Wunder. Platz, Bruder. Schieß los. Ich denke, das wird kein einfaches Gespräch. Da hast du recht, danke. Ja. Bis heute haben wir gedacht, dass diese Aufnahme von Novosibirsk nur ein Fehler war. Das stimmt aber nicht. Was ist denn damit? Laut Legende werden verstrahlte Zonen in Grünschattierungen dargestellt, während lila Bereiche Fehler anzeigen. Heute habe ich jedoch etwas Kleingedrucktes entdeckt. Die Sache ist die. Strahlungswerte außerhalb des Arbeitsbereichs des Scanners werden ebenfalls als Fehler dargestellt. Einfacher gesagt, die Strahlung dort kann auch außerhalb des Messbereichs liegen. Wir sind über 500 Kilometer von Novosibirsk entfernt. Und die Strahlung draußen ist fast so hoch wie in Moskau. Was Teufel haben die da abgeworfen? Die Aufnahmen sind 20 Jahre alt. Die Strahlung wird heute also nicht mehr so hoch sein, aber trotzdem herrscht in Novosibirsk sehr wahrscheinlich tödliche Strahlung. Und was machen wir jetzt? Das kann ich dir sagen. Artyom und ich werden gehen. Das ist nicht im Sinne des Ordens. Wir gehen gemeinsam. Nein, Oberst, sie ist meine Tochter. Seine Frau. Mein Wahn bezüglich der Besatzungstruppen hat sie in diesen verdammten Bunker getrieben. Und Artyom mit seinem Traum. Er hat uns aus Moskau herausgezerrt. Also sind wir beide schuld. Trotzdem sind wir der Ort. Wir sind ein Team. Und wir sollten alle entsprechend handeln. Wir sollten alle gehen. Diskussion beendet. Dies ist kein Einsatz des Ordens. Das ist ein persönliches Ding von dir und Artyom. Wir brauchen keine Hilfe. Wir wissen nicht genau, wo die Medizin lagert. Sie könnte im Stadtzentrum oder in einem der Labore in Akademgorodok sein. Somit könnte Annas Leben auch in euren Händen liegen. Drittens und letztens. Wo auch immer wir hingehen, der Winter kommt. Und wenn die Aurora im Schnee stecken bleibt... Das können wir uns nicht erlauben. Erinnert ihr euch, was Jermak gesagt hat? Sag es bitte nochmal! Am Stadtrand befindet sich ein großes Eisenbahnmuseum. Dort können wir sehr wahrscheinlich einen Schneepflug für die Aurora finden. Eure Aufträge sind das Durchsuchen der Labore von Akademgorodok und das Bereitmachen der Aurora für den Winter. Team, bereitmachen zum Einsatz! Außerdem wird ab sofort dauerhaft die Strahlung draußen überwacht.
Sam, du machst den Anfang. Ich denke, dass die tödliche Strahlung für uns eine gute Nachricht ist. Sie meinen, weil dann niemand die Drogerien und Krankenhäuser ausgeraubt hat? Genau. Im Gegensatz zu den Städten, durch die wir gekommen sind. Hoffentlich. Herr Oberst, der aktuelle Stand zu den Anzügen. Ja, wie sieht es aus? Ich konnte nur zwei Stück fertig machen. Siehst du? Die sind für Artyom und mich. Das ist Schicksal. Werden sie helfen? Naja, sie schützen vor Staub, aber die direkte Strahlung ist dort so hoch, dass sie vielleicht... Ja, kannst du den Schutz verbessern? Yarmak hat bestimmt noch Bleifolie auf. Aber die Anzüge sind bereits recht sperrig und schwer. Wir wollen ja auch nicht auf eine Tanzparty. Ja. Wie viel Zeit wird uns das verschaffen? Humorfeld geht ihr wohl nicht. Ein paar Stunden. Nicht genug, glaube ich. Besser als nichts. Keine Sorge, das passt schon. War immer so. Ich werde die Kabine des Wagens auch mit Blei versehen. Also sollten Sie drin bleiben, solange Sie können. Danke. Dann leg los. Jawohl, Herr Oberst. Trotzdem mache ich mir Sorgen. Das Risiko ist zu groß. Beim Bahnpersonal, der Hansen sieht so viele Leute durch die Strahlung gestorben. Aber Moskau war nichts im Vergleich zu der Dosis, die sie hier abbekommen werden. Ach du Scheiße. Ach, die scheren sich mit den Risiken. Kennst du sie doch. Erzähl mir von dem Museum. Wann hast du davon erfahren? Ah, ich war schon immer ein Eisenbahnfan. Selbst als ich in der Metro arbeitete. Nahe Moskau hatten wir diese experimentelle Einrichtung, wo alle möglichen Eisenbahnsachen ausprobiert wurden. Viele Loks und Waggons endeten dort. Also beschlossen sie, ein Museum daraus zu machen. Die einzig gute Stelle dafür fand sich aber in Novosibirsk. Wow, nicht wirklich in der Nähe. Ja, ganz und gar nicht. Aber trotzdem kam alles dorthin, einschließlich der ungewöhnlichsten Loks aus dem ersten Land. So etwa 15 Jahre vor dem Krieg wurde das Museum eröffnet. Ich verstehe. Aber warum bist du so sicher, dass du deinen Schneepflug findest? Ich weiß es, weil ich ihn von Moskau dorthin gebracht habe. Ein prächtiges Exemplar. Wird dir bestimmt gefallen. Ja. Ja, ganz bestimmt. Na, ich muss gehen. Tokarev könnte vielleicht etwas Hilfe gebrauchen. Ja, das könnte sein. Warum wir uns da mal... Ich denke trotzdem, dass wir uns die Satellitenzentrale ansehen sollten, wenn wir schon dabei sind. Wo? Wie? Auf dem Foto ist ein ganzer Bereich unkenntlich. Und sieh dir die Position an. Klar, Akadem Godorok ist eher ungünstig, aber nicht zu gefährlich, wenn wir dort keine Zeit vergeuden. Dieser Bereich allerdings... Siehst du? Klar, das ist nicht das Stadtzentrum, aber dort finden wir allenfalls unser vorzeitiges Ende. Das werden wir noch sehen. Da gibt es nichts zu sehen. Meinst du, der Oberst hat uns dorthin geschickt, weil er das vergessen hat? Natürlich nicht. Das verstehe ich ja. Ich bin ja nicht blöd. Worüber sprechen wir denn da? Der Oberst hat gesagt, die Diskussion ist beendet. Sie haben bereits alles mit Artyom beschlossen. Und das müssen wir respektieren. Oder dass ich das gesagt habe. Glauben, dass alles klappt. Weil wir wer sind? Spartaner. Genau. Lass uns also damit aufhören und die Route zum Labor planen. Schon gut. Danke, dass ihr helfen wollt, aber... Hör mal, ich glaube, wir könnten den gefährlichsten Bereich meiden, wenn wir diesen Weg nehmen. Weil dieses Mal... Das jetzt. Ich will noch mal ganz kurz noch mal zu Anna. Warte, ich will mal ganz kurz.
bevor wir halt jetzt endlich aufbrechen. Das Medikament heißt Renegan F. Und sie war sehr begeistert davon. Und im Gegensatz zu mir war sie eine echte Ärztin. Glaub mir, Katja. Deine Mutter wäre stolz auf dich. Vielen Dank, Mirosha. Ich hoffe, das hilft. Aber Annas Fall scheint extrem unglücklich zu sein. Die Wirkung des Gases von der Wolke hat bereits nachgelassen. Es hat aber gereicht, um einen destruktiven Prozess in Gang zu setzen. Meine Hoffnung auf die frische Luft des Tals war natürlich naiv. Denn am Ende muss selbst das Tal... Ja, Luft, Wasser und der Wald. Alles ist da. Aber wohl nicht lange, befürchte ich. Schade, denn die Leute dort waren eigentlich ganz nett. Wir hatten einige Gemeinsamkeiten. Ist er dann wirklich so gefährdet? Ja, ist er. Doch selbst wenn er noch ein paar Jahre halten würde, ist ein Drittel des Tals mit Strahlen verseucht. Der Vorlaut hat sich über die Jahre am Boden des Stausees angesammelt und sickert jetzt durch. Und wenn der Damm bricht... Ich hoffe, sie hört. Sie hören auf mich. Liebst du sie? Ja. Wenn es Schicksal ist, wirst du sie wiedersehen. Definitiv. Naja, ich sehe mal nach Anna. Klar, bestell dir einen Gruß von mir. Na, ich folge dir auch mal. Ich wollte mir auch noch mal ganz kurz Anna gucken. Bevor wir jetzt aufbrechen. Okay, wir können nichts machen. Auf jeden Fall, die Zeit läuft eh davon. Ja, okay, können wir mal ganz kurz einmal... Knochen Alex. Sie sind alle weg und seitdem antwortet er nicht mehr. Wie auch immer. Offenbar sind alle irgendwohin unterwegs. Versammle alle. Ruf die Jungs von den Seen zurück und sprich auch mit Longsbande. Ihr müsst zuschlagen. Bald erreicht. Keine Sorgen. Wir sind hier nie erledigt. Wir haben uns in eine Scheune eingeschlossen, alle fünf. Wir werden zurückschießen, solange wir Munition haben. Die Mistkarre sind überall. Hurensohn! Sie haben Stammler erschossen! Nehmt das, ihr Mistkerle! Ja, wir sind erledigt. Stammler wollte nachsehen, wo wir sind. Ein Pfeil hat sich durch sein Auge gebohrt und ihn an die Wand genagelt. Also gut, es wird Zeit. Lebt wohl, Leute. Es war schön mit euch. Zur Kommunikation verpasst. Hier gibt es keine außergewöhnlichen Vorkommnisse. Nichts zu berichten. Ende. Oberst, Kletnikov, hören Sie mich? Bitte komm! Papa, bitte komm! Ende. Erle, hier Kiefer. Ich kann den Empfänger nicht zu lange eingeschaltet lassen. Ich melde mich im nächsten vereinbarten Zeitfenster. Ende. Papa, bitte komm zurück. Ende. Kiefer. Ende und aus. Geh auf Sendung, genau. Oh, das könnte interessant sein. Zur Verbotszone erklärt. Barnaul, Bisk, Kemerovo, Novokuschnetz, Novosibirsk, Tomsk. Verlassen Sie die Schutzräume nicht ohne gesonderten Befehl. Benutzen Sie kein Wasser aus offenen Gewässern.
gehen Sie nicht auf unbefestigten Straßen. Das Schienennetz kann nur von Zügen genutzt werden, die mit Luftfiltersystemen ausgestattet sind. Benutzen Sie aufgrund der extremen radioaktiven Verschmutzung keine anderen Schienenfahrzeuge, egal wie der Zustand der Schienen ist. Alle Bürger, die auf Befehl ihre Schutzräume verlassen, begeben sich umgehend zur Dekontamination an den genannten Evakuierungsstellen. Ich wiederhole, die folgenden Städte werden aufgrund extremer radioaktiver Verschmutzung bis auf Weiteres zur Verbotszone erklärt. Barnaul, Bisk, Kemerovo, Novokuznetsk, Novosibirsk, Tomsk. Schade. Ich wollte eigentlich ihm gefallen tun, dass Alosha sich wieder meldet. Aber es ging wohl nicht. Okay, dann lassen wir weitermachen. Weil ich finde auch mal ganz gut, wenn wir schon mal, wir sind ja schon selten hier im Zug, dann sollten wir das auch schon schön auskosten. So. Anna gibt nicht auf. Sie glaubt an mich, glaubt an uns. Und das aus gutem Grund. Tausende Kilometer Schienen hinter uns und endlich nähern wir uns Novosibirsk, einer toten Stadt, in der die Hoffnung für ihr Leben verborgen ist. Für das Medikament, das sie retten könnte. Irgendwo in ihrem kalten, verstrahlten Herzen. Vor einem Jahr verließen wir die vergifteten Ruinen Moskaus. Und jetzt stehen wir vor einer weiteren Stadt, die von Winter und Strahlung fest umklammert wird. Werden wir jemals an der Oberfläche einen Ort zum Leben finden? Vielleicht. Doch zunächst kehren wir in die Metro zurück, um Anna zu retten. Genau, und zunächst werden wir einen Cut setzen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal geht es natürlich wieder voll weiter. Ihr kennt das ja, das habe ich ja bis jetzt immer gemacht, so eine Zugfolge. Fand ich mal ganz nett. Hat ich ja wieder gemacht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Pirates. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.